Hallo zusammen und willkommen zu meinem Guide zu F1 2014. Hier werde ich euch meine Setups, wie ich am besten mit dem Wagen, den ich fahre, zurechtkomme, vorstellen. Den Anfang macht natürlich der erste Grand Prix in Australien, in Melbourne, also auf dem Albert Park. Und hier seht ihr erstmal meine Einstellungen. Und danach wird es erstmal auf die heiße Runde gehen. Jetzt heißt es noch einmal sammeln. Wir fahren auf die vorletzte Kurve zu. Die letzte Kurve ist sehr wichtig, weil am Ende dieser langen Geraden eine gute Überholmöglichkeit ist. Hier früh hochschalten, also Short Shifting, um das Abhauen des Hecks entgegenzuwirken. DRS wird aktiviert und ihr schaut am Ende dieser Geraden oben links auf das 100-Meter-Schild. Kurz danach wird nämlich angebremst bis in den vierten Gang hinunter. Ihr nehmt hier die Curbs links nicht so sehr mit, rechts sitzt beim Ausgang auch nicht, denn sonst kann es in die Wiese gehen. Auf zur Kurve 3, hier könnt ihr auch sehr gut überholen, bremst wieder kurz nach dem 100-Meter-Schild an, bis in den zweiten Gang runter, schaltet wieder früh in den dritten Gang hoch, zwecks des Hecks. Jetzt folgt eine recht einfache Linkskurve und dann die Rechtskurve wird interessant. Hier bewahrt ihr einen ruhigen Lenkeinschlag, denn sonst kann es links in die Wiese gehen. Interessante Kombination jetzt, links, rechts, hier bremst ihr links an, bis in den dritten Gang runter. Und jetzt die Zufahrt auf die Lauda-Kurve. Hier möchte das Heck auch wieder gerne weg, also aufgepasst. Am Ende könnt ihr eventuell nochmal überholen, müsst ihr aber nah dranbleiben. Kurz nach dem 100-Meter-Schild, ungefähr bei 75 Meter, wird angebremst. Passt hier rechts auf, die Mauer kommt euch sehr nahe. Jetzt sind wir auf der Gegengeraden. Hier ist das Überholen etwas schwierig, denn hier geht es gleich links sehr schnell in eine Kurve. Da ein, zwei Gänge runter, je nach Auto, und dann rechts einlenken. Auch wenn es hier in die Wiese geht, nicht verunsichern lassen, denn am Ende dieser Geraden folgt wieder eine gute Überholmöglichkeit. Ungefähr bei 75 Meter bremst ihr an, bis in den dritten Gang runter, nimmt links die Randsteine nicht so sehr mit und jetzt rechts sehr früh auf die Randsteine fokussieren. Links nicht so sehr auf die Randsteine, fünfter Gang, jetzt wieder bis in den zweiten Gang runter. Jetzt folgt wieder die letzte Kurve. Da heißt es aufgepasst, das Heck möchte weg. Das haben wir schon das ein oder andere Mal gesagt. Jetzt nur noch raus beschleunigen, DRS. Und ihr zieht auf die lange Gerade ins Ziel. Und das war eine Runde im Albert Park. Jetzt wisst ihr, wie ich am besten mit dem Sauber auf diesem Kurs zurechtkomme. Und ihr wisst auch, worauf ihr in Melbourne auf diesem Halbstadtkurs achten müsst. Noch was zum Setup. Das ist das Setup, mit dem ich am besten mit dem Sauber und meinem Fahrverhalten am besten zurechtkomme. Also einem anderen kann das wieder komplett anders liegen. Am besten abonniert ihr auch den Kanal, denn dann verpasst ihr nicht die Streckenvorführung von Sepang. Und ihr packt in die Kommentare am besten, ich sage es immer wieder, am besten, das klingt auch so gut. Noch euer Setup in die Kommentare, dann können wir uns darüber austauschen und wir können eine kleine Sammlung dazu anlegen. Wen es noch interessiert, oben rechts seht ihr, ich habe ein Let's Play am Start zu F1 2014, Emotionen pur, und oben links seht ihr noch den Uploadplan, falls ihr meinen Kanal länger verfolgen wollt. Da ist alles Aktuelle der nächsten Woche noch einmal angesprochen, kommt jeden Sonntag raus. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Also, ich melde mich ab. Ich hoffe, ihr kommt wunderbar so jetzt durch den Kurs von Melbourne. Und ich sage, keep racing!